Jetzt müssen wir noch mal einmal verstanden und gucken, wie wir aussehen hier in Ja, das ist halt jetzt, wie es Raum. ist. Das nehmen wir jetzt einfach so Irgendwie hin. total finster von vorne. Ich probiere das noch mal so. So, besser? Ein bisschen Ja, besser, voll ne? gut, voll die Erleuchtung. Hörlampe für uns. Die Erleuchtung. So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes. So. Da sind wir auch. Oh, ich bin erleichtert, dass das geklappt hat. Teil 3 unserer wunderbaren Fragestunde im Zeitenwandel, das Ende des Zeitalters der Reitkunst. Warum reiten die meisten Menschen heute sportlich bzw. englisch? So, und da haben wir die letzten Male schon ganz interessante Themen und Fragen von euch behandelt. Ich gucke mal, ob ich noch in die Wollen wir erstmal Hofreitschule nochmal unsere reinkomme. Leute vorstellen? Mach mal bitte. Genau, ich darf zunächst erstmal vorstellen unseren Chris Debski. Einen schönen guten Abend. Therapeut, genau, und Partner in unserer Online-Akademie. Und dann haben wir auf dem anderen Kanal, und das ist richtig super, dass er wieder dabei ist, Dr. Philipp Wirz, den Manager unseres Marstallmuseums in der Hofreitschule. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und da sind wir alle. Und dann Ja, können meine liebe wir Frau Christine Krischke, eben. Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule und meine Wenigkeit Wolfgang Krischke. So, Geht los. sind ein bisschen spät dran heute leider, weil das mit dem Internet nicht so richtig geklappt hat. Darum sind wir noch so ein bisschen diffus im Kopf, aber Genau, wir ich werden bin uns happy, dass das überhaupt geklappt hat gerade heute. Mühe geben, da mal Es war perfekt knapp. zu kommen. Ja, das war wirklich knapp dieses Mal. Ja. Und wir sind eigentlich nur 2, 3 Minuten zu spät. Naja, dafür hängen wir halt eine Minute an. Ist doch in Ordnung. Pass mal auf. Also, wir haben uns ja so ein bisschen entlang eurer Fragen gehangelt. Und ich würde jetzt weitermachen mit der Frage von einem, eigentlich ja, Marianne Lutsch. Ich habe in den 1990ern bei den älteren, nein, bei einem älteren FN-Reitlehrer Ausbildung in den 70ern reiten gelernt. Würde ich das als klassisch bezeichnen. Nach Umzug habe ich bei einem jungen FN-Lehrer angefangen und plötzlich war alles Vorherige falsch und ich habe die moderne Reiterei kennengelernt. Ich habe mich dann letztes Jahr da verabschiedet und bin nun auf die akademische Reitkunst gewechselt und fühle mich wieder zu Hause. Meine Frage: Wann ging das klassische Wissen in der Ausbildung der FN-Reitlehrer verloren und warum? Müsste man nicht genau da ansetzen, wenn man etwas an der aktuellen Situation verändern wollte? Also einmal müssen wir kurz aufräumen mit klassisch, modern und akademisch. Philipp, willst du das machen? Ich kann es versuchen. Es ist ja, wir kamen ja immer wieder schon mal drauf, dass was für den einen klassisch ist, ist für den anderen kompliziert und nicht mehr zeitgemäß. So war zumindest meine Beobachtung, wenn ich mir die heutigen Richtlinien der FN durchlese und mir angucke, ältere Ausgaben dieser Richtlinien bis zu den allerersten, die wir in der Bibliothek stehen haben, die hat man versucht, über die Jahrzehnte zu vereinfachen. Und da ist auch ganz viel liegen geblieben, weil man versucht hat, relativ krampfhaft dem Zeitgeist zu entgegenzukommen und das Altüberkommene als kompliziert zu brandmarken. So kommt das. Sag uns doch mal den Klassizismus. In welcher Zeit hat der stattgefunden? Klassizismus ist eigentlich zumindest für Deutschland so von 1790 bis 1830 auf die Literatur bezogen. Und allgemein gesehen als klassisch bezeichnen wir etwas, was wir bekommen haben von als beispielhaft empfundenen Altvorderen. Das wäre meine Arbeitsdefinition. Fein. Sehr cool. So, also klassisch. Und dann hat es aber noch mal einen Schritt zu modern gemacht, ne? Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben die dann in den 70ern gelernt haben, ja noch verschiedene, also die haben zum Beispiel diese, die hatten auch einen Nasenriemen, aber den haben die so Da war merkwürdig noch das verschnallt, Hannoversche Reithalf, da so gab es da unter der noch. Trense und ganz locker Ja, das und ist Hannoversche, eben. ja. Und sicherlich sind die, die in den 70er oder den 80er Jahren noch unterrichtet haben, wenn man sie zu der Zeit schon alt nannte, diese Menschen, das sind sicherlich die, die noch bei denen reiten gelernt haben, die wahrscheinlich im und um den Krieg
die Reitlehre nach der HDV 12 gelernt haben und wahrscheinlich in dem Sinne gearbeitet haben, wo wir sagen, so hätten wir es gerne noch, wie es damals beschrieben wurde. Oder Chris, wie siehst du das? Ja, ich würde das ähnlich sehen. Also ich glaube, je weiter wir ein bisschen zurückgehen, wie du schon sagst, 80er, vielleicht sogar auch noch die 90er Jahre, muss man auch, wenn man sich die Richtlinie anschaut, Philipp hat das gerade schon mal angemerkt, wenn man so mehrere Ausgaben übereinander legt, dann ist das so ein bisschen, wenn wir die letzten beiden Ausgaben mal wegnehmen, ist das ein ganz klein wenig stille Post. Es ändert sich sehr, sehr wenig, aber ich finde teilweise essentiell. Es wird was umgebaut im Satz oder es wird was weggelassen und dadurch ändert sich die Semantik vom Satz dann auf einmal. Also ich habe das mal auseinandergeklüsert beim Thema Leichttraben und habe da mal einen Artikel zugeschrieben und man versteht gar nicht mehr, was dann damals dazu geschrieben worden ist. Beziehungsweise das hat gar keine, findet nicht mehr zueinander, wenn man so will, wenn man die Ausgaben übereinander legt. Jetzt in den letzten beiden Ausgaben, glaube ich, zumindest sind es die letzten beiden Ausgaben, hat man wirklich versucht, eine kompletthafte Überarbeitung der Richtlinien zu machen, wo man also wirklich komplett diese alte Schreib- und alte Ausdrucksweise rausgenommen hat und komplett neue Sätze gebildet hat, komplett neue Abschnitte gebildet hat und versucht, das in eine moderne Auffassung zu bringen. Wobei, wenn man mal in den Reitinstituten war und sich dort Vorträge anschaut, Weiterbildungen anschaut, dann ist es durchaus noch so, dass ältere Reitlehrer immer noch durchaus die Semantik wiedergeben. Das, was wir aber in den Reitbahnen sehen, hat nichts mehr mit dem zu tun, was dort eigentlich den Leuten beigebracht wird, zumindest was sie schriftlich kennenlernen. Also die Ausdrücke, die Hilfengebung und so weiter, das hat alles immer noch denselben Namen und dieselbe Ausdrucksweise, soll dasselbe Ziel haben, weil natürlich gibt es auch noch die Ausbildungsskala, die ja aus Überschriften bzw. Teilabschnitten der HDV mal irgendwann in den 50ern, glaube ich, mal zusammengeschrieben worden ist. Aber es ist halt so, dass die Umsetzung dessen, ja, und die Bilder, die wir überall sehen, die Vorbilder sich geändert haben. Ja, also die ganze Reiterei, auch natürlich auch das Pferdematerial hat sich geändert und damit hat sich was eingeschlichen, was mit dem damals nicht mehr so viel zu tun hat. Ja, und dann taucht hier noch der Begriff akademisch auf. Und nun bin ich auf die akademische Reitkunst gewechselt und fühle mich wieder zu Hause. Das ist ja ein Begriff, ein stehender Begriff, geprägt von Reitmeister Bent Brandrup, unserem geschätzten Kollegen, der für seine Interpretation durchaus auch mit historischen Wurzeln und dem Anspruch, alte Meister im Experiment wieder lebendig zu machen, seit 30 Jahren arbeitete an seiner akademischen Reitkunst. Das ist aber nicht genau das, was wir machen. Also ich möchte darauf hinweisen, dass wir mussten uns auch was Eigenes einfallen lassen. Es, also die Wiederbelebung der alten Italienischen. Wir mussten uns nichts Eigenes einfallen lassen. Wir mussten uns einen Namen einfallen lassen. Das ist es. Wir haben uns nichts Eigenes einfallen lassen. Erstmal Christine. Einen eigenen Namen einfallen lassen und haben es also entweder die Wiederbelebung der alten italienischen Schule der Reitkunst genannt oder mittlerweile kurz die Bückeburger Schule. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen ein stehender Begriff. Dass das auch durchaus akademisch ist, seht ihr auch schon daran, dass Dr. Philipp Würz als studierter Historiker bei uns im Team sitzt und uns alle inspiriert mit historischen... Bitte sehr. Und? Es hat noch einen zweiten Querverweis mit dem Akademischen, dass es ja auch durchaus in Italien im 16. Jahrhundert Reitakademien gab oder Ritterakademien, wo Reiten ein Teil des Curriculums war. Ich weiß nicht, inwieweit Bent Brandrup darauf Bezug genommen hat oder ob er meint, dass es ihm um die Methoden geht, eben quasi wissenschaftlich an den Quellen zu arbeiten. Aber das ist auch noch was mitschwingt, wenn man sagt, man reitet akademisch, dann hat man wieder einen Bezug zur italienischen Schule, nämlich zu einer Art von Schule, die es damals gegeben hat, wo Reiten wirklich ein Teil eines Pakets der Ausbildung gewesen ist.
Ja, also es ist auch eine Begrifflichkeit, akademisches Reiten, Academic Riding, ist durchaus ein Begriff, der halt eben auch im Französischen als auch im Englischen in älterer Literatur auch stattfindet. Ne, wir hier in Deutschland und sicherlich auch, wenn es nach Dänemark etc. geht, ist akademische Reitkunst ganz klar mit dem Kollegen Branderup verbunden. Aber in der älteren Literatur, also vor Branderup, findet der Begriff durchaus statt. Ich denke also, das, was du gerade schon gesagt hast, sich mit, auch literarisch damit zu befassen, es zu studieren, alte Meister zu studieren, alte Schriften zu studieren, zu überlegen halt, wie kann ich etwas umsetzen, wozu ist etwas gut, wie kann ich ein Pferd weiterentwickeln, wie kann ich mich selber in der Reiterei weiterbilden. Das ist, glaube ich, ganz eng halt mit diesem Gedanken akademische Reitkunst verbunden. Jetzt möchte ich noch zum praktischen Teil der akademischen Reitkunst, so wie sie jetzt hier gerade nachgefragt oder erklärt wird, in der Frage sagen, dass Bent Branderup sein eigenes System erschaffen hat über diese vielen Jahrzehnte. So wie die heute angewandt wird, die akademische Reitkunst, ist es im Grunde in den alten Schriften der alten Meister nicht beschrieben. Es ist eine eigene Entwicklung, die er dort gemacht hat. Das Ziel, wo man hin will, das ist ja wohl im Grunde das Gleiche, wie wir es aus den alten Meistern direkt interpretieren. Okay, so jetzt die Frage, wann ging das klassische Wissen in der Ausbildung der FN-Reitlehrer verloren und warum? Da war der Philipp gerade schon dabei. Müsste man nicht genau da ansetzen, wenn man etwas an der aktuellen Situation ändern wollte? Ja. Nun ist ja der Reitlehrer aber kein in 3 Jahren geschulter Beruf. Der Reitlehrer ist meist ein Pferdewirt, vielleicht sogar ein Pferdewirtschaftsmeister. Der hat also noch mehr investiert in seine Ausbildung. Und da macht er verschiedene Trainerscheine. Und wir selber bilden Pferdewirte aus und bekommen mit, was die in der Schule so lernen, was sie sagen und was sie tun sollen. Und da ist das ganz ähnlich wie das, was ich eben gehört habe, was Chris gesagt hat. Du hörst sie reden und denkst, oh ja, gut, ah, schön. Hand vor, locker lassen, du guckst es dir an und denkst, das passt doch nicht. Also, wo ist denn da die Hand vor? Ja, und so ähnlich wird es da auch umgesetzt. Und jetzt hatten wir jüngst die Prüfungssiegerin kam aus dem Stall der Hofreitschule in unseren Pferdewirten dieses Jahr. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf auf unsere Florentine. Sie muss aber beim Reiten noch an ihrer Anlehnung arbeiten. Musste sie sich sagen lassen, als Beste in der Prüfung. Eine junge Frau, die Piaf Passage reiten kann, fliegende Wechsel, Pirouette, bis hin zum Misère, muss sich dann sagen lassen. Pack mal die Zügel ein bisschen mehr an. Pack mal mehr an. Das ist halt die Umsetzung. Ich würde ganz kurz noch mal reingrätschen. Ich glaube, was auch noch mal ein wichtiger Fakt ist, ist natürlich die Professionalisierung des Reitsports, also die Massenbewegung. Wenn wir uns einen Reitlehrer anschauen in den 70ern oder 60ern, der hat mit Sicherheit einen anderen Beruf gehabt, eine andere Auffassung seines Berufs gehabt und anders zu tun gehabt, als wir es heute haben. Wenn wir uns einen heutigen Pferdewirtschaftsmeister Britt anschauen, was der an Pferdematerial jeden Tag zu bewegen hat und mit welchem Ziel, wenn wir uns einen Sportreiter anschauen, der, egal ob er in Dressur oder Springen, mit mehreren Pferden, die ihm von Sponsoren zur Verfügung gestellt werden, dann auf ein Turnier fährt und dort zum Gewinnen verdammt ist, dann ist das etwas anderes, als wir es in der Reitkunst halt eben als Ziel haben. Ja, niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich breche das jetzt hier mal komplett ab, weil der stellt sich so schlecht nach links. Ich muss mal auf Abreiteplatz und arbeite jetzt erstmal ein bisschen nur daran, dass das sich wieder schön wieder biegen kann und so weiter. Ich rede jetzt nicht von groben Dingen, groben Problemen, sondern tatsächlich, dass ich merke in der Reitbahn, oh, der stellt sich heute nicht so gut. Ich breche das mal ab. Und das ist einfach, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, so, ich denke, so 80er, 90er Jahre ist es halt auch ein großer Verschleiß,
an Mensch und Tier geworden? Ganz, ganz banal. Auch es ist ein Traditionsbruch im Personal, das die Reitlehrer stellt. Die Menschen, die noch bei Leuten gelernt haben, die pferdeschonende, nachhaltige Ausbildungsmethoden von der Pike auf gelernt haben, die gibt es nicht mehr. Die waren irgendwann alle tot. Es ist ein ganz banaler Traditionsbruch, auch um die 80er etwa zu beobachten. Ja, ich habe am Reitkulturvakuum. Am Sonntagmorgen bei YouTube eine Reitstunde gesehen von einem sehr namhaften Reitlehrer, der aktuell noch unterrichtet, und zwar Olympianiveau Reiter. Und diese Reitstunde hat mir unfassbar gut gefallen. Der hat die Schülerin, das war eine Demo-Reitstunde, der hat die Schülerin praktisch so unterrichtet, wie man das wirklich im klassischen Sinne sieht, mit Hand vorlassen, das Pferd immer wieder vorlassen und praktisch aus dem Trab in die Piaffe hineinzubringen, aus der Piaffe in die Passage reinzubringen, ohne Stock, ohne irgendetwas. Wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Die Reitschülerin war natürlich auch auf hohem Niveau, dass sie das umsetzen konnte. Die war noch nicht ganz Grand Prix-reif, denke ich mal, aber das Pferd war sehr weit geschult. Und das hat er so gemacht, wie das eigentlich in den alten Schriften steht, zumindest in den klassischen Schriften. Und wenn es so gemacht werden würde in der Prüfung, wäre alles, alles gut. Alles, alles gut. Leider sieht man dann in der Prüfung etwas ganz, ganz anderes. Ich mach mal weiter. Maike Wedding. In vielen Reitstellen ist man mehr als überrascht, dass es auch anders gehen kann. Man glaubt es einfach nicht und man reitet ja schließlich auch mehr oder weniger erfolgreich auf Turnieren. Könnte es nicht eine Reitlehre geben, die nicht die Überschrift Reitkunst hat, sondern sich einfach an alle Reiter wendet? Wenn man nicht danach sucht, findet man nicht so einfach gute Bücher und schon gar keine Trainer. Was willst du damit sagen? Könnte es nicht eine Reitkunst geben, die nicht die Überschrift Reitkunst hat, sondern sich einfach an alle Reiter wendet? Gibt's doch. Die Übersetzung ist noch eine andere. Ja, so wie es geschrieben ist, wenn sie sich daran, das ist wie mit unserem Gesetz, mit dem Tierschutzgesetz, egal was. Theoretisch ist es verboten, Pferde zu quälen. Rein theoretisch kommst du dafür in den Knast oder bis zu 30.000 Euro wirst du bestraft, hat man vor ein paar Sprechstunden gerade gehabt. Es ist verboten, das zu tun. Es wird aber nicht kontrolliert. Also die Reitlehren sind auch gar nicht das Problem. Ne? Also egal, welche Reitlehre du dir nimmst, es ist fast immer so, dass die im Kern pferdefreundlich ist, dass sie ein Ziel hat, lange gesund zu erhalten, egal wo es jetzt herkommt. Ob wir jetzt in den Western-Bereich gehen, ob wir die FN-Lehre nehmen, ob wir auf höherem Niveau dann halt FEI-Richtlinien für den Turniersport nehmen. Und all diese Dinge, das sind ja alles gute Gedanken. Da braucht man nicht sagen, die Reitlehre wäre das Problem. Wie du schon sagst, es ist die Umsetzung. Es ist die Umsetzung und es ist auch der Gruppenzwang, ne? dass die Bilder, die Vorbilder fehlen, dass in den Turnieren entsprechend zum einen die nach vorne platziert werden, wo es schön ist, wo es vielleicht nicht unbedingt nur um technische Aspekte geht, sondern auch um Ausdruck, wo halt wirklich man merkt, okay, da strahlt ein Pferd, ne, auch wenn es vielleicht vom technischen Niveau her woanders ist. Und natürlich auch dieses Freundlichere. Ne? Also wir sehen in vielen Sätteln tatsächlich Sport. Das heißt also sportliche Ertüchtigung. Da wird also wirklich zum Teil Kraftsport betrieben, um diese großen Pferde, die ohne Zweifel tolle Veranlagungen haben, ich sage immer, trotzdem dahin zu bringen, wo sie hin sollen, weil es teilweise halt wirklich an pferdefreundlicher Ausbildung mangelt. Das wird über athletische Fähigkeiten wird das wettgemacht, bei Reiter und Pferd. Ja, sind ja auch auf dem Abreiteplatz, muss ja immer ein Steward sein, der dort zuschaut. Das sind häufig Tierärzte. Wird halt nichts gesagt, wird hingenommen, wenn Leute da ihre Pferde in Rollkur warm reiten, eine halbe, dreiviertel Stunde, sagt keiner was. Da gehört auch Mut dazu. Ja, machen ja alle. Ist doch kein Thema. Also ich will es auch mal so, also da schwingt ja mit,
dass wir in der Hofreitschule uns einfach auch allen öffnen sollen und sagen sollen, pass auf, wir können auch für Turnierreiter was tun. Kommt zu uns, wir erklären euch, wie man freundlicher reitet und dann könnt ihr mit freundlicher gerittenen Pferden aufs Reitturnier gehen. Das stimmt. Das lehnen wir ja ab. Weil du kannst nicht freundlich reiten, wenn du dich von Richtern beurteilen lassen möchtest. Die das Pferdefreundliche nicht sehen wollen. Ja, es geht generell nicht. Du reitest, ich habe diese Debatte alle paar Wochen auch mit Weak Students bei uns. Ich habe, wo man einfach drüber nachdenken muss, in dem Moment, wo du dich richten lässt, von irgendjemandem, ist ganz egal, reitest du anders, als wenn du mittags ganz alleine in deiner Reithalle reitest. Da redest du mit deinem Pony, da sprichst du, du streichelst es, wenn du streicheln musst. All das kannst du in der Prüfung nicht. Du darfst ja nicht mal in der Prüfung sprechen mit deinem Pferd. Du darfst dir ja keine Laute geben, darfst du nicht brüt sagen und darfst nicht sagen. Oder wenn, dann soll es keiner hören. Da sind wir tatsächlich nicht zu Kompromissen bereit. Nee, nein, mache ich nicht. Die Zielsetzung ist halt eben auch fraglich. Ne? Die Zielsetzung eines Turniers ist für den Menschen, ja, es ist eine Überprüfung des Pferdestandes, des Ausbildungsstandes, das mit Sicherheit auf bestimmten Niveaus, aber grundsätzlich ist halt der Vergleich dazu da, verglichen zu werden und das schlummert in uns allen, gewinnen zu wollen. Und es kommt der Punkt, immer, bei jedem Menschen, und das sehen wir, wenn wir auf ein Turnier fahren, bei den Kleinsten der Kleinen, wenn wir neunjährige Mädchen oder Jungen auf ihren Pferden, weil die gerade nicht vorwärts gehen wollen, anfangen zu heulen, wenn der Vater, Mütter dann durch die Bahn schreien, wenn Reitlehrer schreien, wir haben es auf Olympianiveau bei den Fünfkämpfern gesehen, wenn dann die Gerte rausgeholt wird, die Peitsche rausgeholt wird, wenn dann der Sporn dann entsprechend klingeln soll, ne, damit der Bock hört, da wird halt das Tierwohl vergessen. Du hast eben etwas gesagt, wenn jemand seinen Ausbildungsstand überprüfen lassen möchte, ja, das machen aber Leute über Jahre jedes Wochenende. Ihren Ausbildungsstand überprüfen lassen. Das machen die in Deutschland, dann fahren sie nach Amerika, dann fahren sie nach Australien und in Japan. Jeder darf mal seinen Senf dazugeben, wie gut dein Pferd geritten ist. Ja, das ist eine Ausbildung. Nee, das hat nichts mit Ausbildungsstand zu tun. Das ist Wettbewerb. Naja, und da geht es ja auch um viel Geld. Ne? Also ich muss ja dann, ich bin ja zum Gewinnen. Verdammt. Also wir haben das mitbekommen, das ist schon 20 Jahre her, der Philipp Karl und der Dr. Gerd Heuschmann, die beiden haben sich sehr nach vorne gewagt. Und ich will sagen, sie sind auch beide an Pferden, die für den modernen Sport geeignet sind, tätig. Die sind nicht wie wir, dass wir uns auf Freizeitpferde, gerne in Haflinger oder sowas spezialisieren, sondern die haben wirklich auch die Turnierreiter betreut. Dr. Gerd Heuschmann auch als Tierarzt und Philipp Karl eben mit seiner französischen Schule als Reitlehrer. Und die haben sich nach vorne gewagt und haben direkt in die Glut geguckt und haben Bücher drüber geschrieben, beziehungsweise es gibt ein Video, wo Philipp Karl mit dem Christoph Hess von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, es ist ganz klar, wer da argumentativ siegt. Und trotzdem will es keiner wissen. Also es gibt Leute, die haben das gemacht und die sind ins Leere gelaufen. Das will ich damit ganz sagen. Ganz im Gegenteil. Ich lasse mich da nicht verheizen. Die haben danach richtig Probleme bekommen. Haben wir letztes Mal auch schon besprochen. Also zu mir sollen Leute kommen, die es wissen wollen. Ich bin kein Missionar und ich trage das keinem hinterher, der es einfach nicht hören will. Wir gehen nicht mal zu Veranstaltungen ein, auf Diskussionsrunden. Nichts raus. Du wirst eigentlich, entweder wirst du gar nicht gefragt oder dir fallen sie ins Wort, wenn du dort irgendetwas sagst. Wir lassen uns mit diesen Leuten auf gut Deutsch gar nicht mehr ein. Ich habe da keinen Nerv zu. Dafür habe ich auch mittlerweile zu viel erlebt. Das ist etwas, das können von mir aus Leute machen, die streitsüchtiger sind als wir, aber ich kau da wochenlang dran rum, wenn ich so etwas mitgemacht habe. Alleine, wenn ich manchmal zu einer Sattelanpassung irgendwo hinfahre und ich sehe was in der Bahn, das nehme ich eine ganze Nacht mit nach Hause. Diese Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf. Da sind wir relativ geschützt durch die dicken Wände in Bückeburg. Also ich brauche das nicht mehr. Okay, haben wir. Steven Böck.
Ganz, ganz kurz noch dazu übrigens, weil ich habe gerade wieder diese Woche Vorführungen bei uns moderiert und da kam die Frage, gehen Sie auf Turniere? Und dann habe ich genau die Erklärung gebracht, warum wir mit unseren Pferden nicht auf Turnieren gehen und warum wir uns da rausnehmen. Und da gibt es regelmäßig Szenenapplaus aus dem Publikum. Also nur so als kleine hoffnungsvolle Note. Da gibt es durchaus Verständnis für. Aber ich sage, mein letztes Wort dazu sage ich immer, diese Frage kommt ja bei jeder zweiten, dritten Trainingseinheit, die wir öffentlich haben. Und wenn ich dann sage, Tiere können nicht entscheiden, ob sie an Wettbewerb teilnehmen wollen oder nicht, ab dann kriege ich immer, wie du sagst, Szenenapplaus. Ja. Ich sage, das gilt auch nicht nur für Pferde, es gilt auch für Hunde im Übrigen. Ja, ja. Also ich glaube auch, also das Thema Kunst. Ja, mach du mal weiter. Würde gerne die Frage umstellen, wie bekomme ich mehr Reitkunst in die Reithalle, beziehungsweise wie erreiche ich die Menschen besser? Ja, ein Kernthema haben wir beim letzten Mal drüber geredet, warum wir so eine schlechte Lobby haben und warum sich die alternativen Anbieter so untereinander so wenig einig sind. Das liegt, letztes Mal haben wir gesagt, vor allem an der Community, die sich abgrenzt und die beinahe Guru-Verehrung betreibt mit ihren einzelnen Ausbildern, wenn die untereinander sich etwas homogener verhalten würden, dann wäre es wahrscheinlich auch leichter, eine Lobby zu bilden, aber da sind wir auf dem Weg. Also ich weiß nicht, wie man das verbessern kann. Stefanie Grauer, gäbe es mehr Reitkunstreiter, wenn es entsprechend hoch und fein ausgebildete Pferde bzw. auch Ausbildungsstätten für Reitschüler gäbe? Jeder Anfänger muss in den örtlichen Reitschulen ja sportlich orientierten Unterricht auf verzerrten, verzurrten Pferden nehmen und landet dann zwangsläufig erstmal im System. Vielleicht muss es für die Deutschen als Titel- und Zertifikatsliebhaber auch im Reitkunstbereich Scheine oder offizielle Ausbildungstitel, wie zum Beispiel einen Trainer Reitkunst geben. Gibt es klassisch barocke Reitweise, kannst du Trainerschein A, B, C machen. Gibt es, könnt ihr euch orientieren. Und zu dem anderen Ding, für die Reitkunst, nein, wird es nicht geben. Und wer sich nicht auf konventionelle Art und Weise im Reiten schulen lassen will, es gibt genügend Alternativen. Nur leider muss ich euch sagen, nicht für 10 Euro und nicht vor der Haustür. Da müsst ihr ein bisschen fahren. Es gibt bundesweit Leute, die wirklich eine sinnvolle, vernünftige Ausbildung machen, ob wir das jetzt Reitkunst nennen oder wie auch immer, aber die Leute, tolle Menschen, die dort unterrichten und auch einen guten Reitunterricht machen und dort könnt ihr Reiten lernen, wie gesagt. Und der Steven hat es gerade auch mal in den Raum geworfen. Steven Berg hat gesagt, man kann ja auch Western Reiten lernen. Ja. Das musst du ja nicht Sportreiten mit Kopf so tief, dass das Pferd auf der Vorhand direkt kaputt geht. Aber da kannst du auch als Reitanfänger einsteigen. Dann lernst du nicht gleich das Ziehen. Ja, dann lernst du nicht das. Ne? Betreten wir nun das weite Feld der Turnierreiterei. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen zu. Von Sariba die erste. Hat sich die Reiterei mit dem wandelnden Gebrauch des Pferdes so verändert? Ist es nicht so, dass der Sport dem überflüssigen Pferd wieder einen Nutzen gab und man daher doch irgendwie noch dankbar sein muss, dass es mit dem Wettkampf auch noch das Pferd gibt? Was wäre, wenn die in den 1960er Jahren daraus keinen Breitensport, Sport mit Wettkampf gemacht hätte. Hätten wir noch Pferde? Ja, wir hätten noch Pferde. Sicherlich alles Mögliche, was mit Tieren gemacht worden ist, ist nicht in Vergessenheit geraten, aber wir hätten vielleicht nicht diese übertriebene Art und Weise, mit den Tieren umzugehen, wenn es vielleicht nicht zum Wettkampf gekommen wäre, sondern wenn man es einfach so gelassen hätte, dass man sagt, wer reiten möchte, kann reiten und kann auch vernünftig reiten lernen. Ich glaube, dass der Wettkampf ganz, ganz doll daran schuld ist, dass das so nach hinten losgeht, die ganze Geschichte. Ja, der Wettkampf, beziehungsweise, glaube ich, wenn wir es mal in Summe nehmen heute, dann ist es eigentlich eine kleinere Anzahl an Leuten, die aufs Turnier gehen. Die meisten Leute haben ein Pferd und sind im Freizeitbereich unterwegs. Die fahren da jeden Tag zu ihrem Pferd hin als ganze Familie, sparen sich das vielleicht sogar halt eben auch ab, gehen nicht, fahren nicht in den Urlaub, gehen nicht essen, haben ein Pferd. Und das ist so ein Stück weit Lebensinhalt und Familienanschluss zugleich. Das ist das Gros.
der Leute, glaube ich, in Deutschland. Dass der Einfluss allerdings der Reitlehrer, die sportnah orientiert sind, ist halt eben der große Faktor. Das sind die Leute, die in den Reitbahnen stehen und Reitunterricht geben bzw. gegeben haben. Vornehmlich, wir haben mittlerweile auch viel mehr auch fahrende Reitlehrer, die halt eben auch ein bisschen mehr anders orientiert sind und auch sportferner sind, halt keine Turniere haben, keine Anschluss an einen Reitverein haben, keine Schulpferde haben, eigene, sondern zu dir an den Stall kommen und sagen, ich gebe dir jetzt Unterricht, vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten bei dir am Stall, wenn das erlaubt ist, weil das ja auch so eine ganz komische Konstellation ist. Mhm. Ne? An dem einen Stall darfst du unterrichten, an dem nächsten nicht, weil da gibt es einen Reitlehrer und der hat so quasi das Monopol auf das Reiten. Ne? Manche Konstellationen sind halt ziemlich strange. Und da ist halt der Einfluss derer, die sportnah sind und entsprechend unterrichten, über Jahre sehr groß geworden. Und deshalb ist es natürlich, wer dann danach sagt, ich kaufe mir ein Pferd, will aber damit nichts zu tun haben, der hat trotzdem nur das Handwerkszeug aus dem Unterricht, den er mal irgendwann genossen hat. Wobei, aufbauend auf dem, was Chris gerade gesagt hat, und da stimme ich absolut zu, ich bin da auch eigentlich ganz optimistisch. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen. Klar, die Sportreiterei ist das, was dem überflüssigen Pferd die Daseinsberechtigung wiedergegeben hat, um die Frage aufzugreifen. Aber es gibt so viele Alternativen mittlerweile, die keinen Wettbewerb beinhalten. Das ist so die Chance, die wir heute haben. Wir können uns über so viele andere Herangehensweisen informieren. Wir haben eben die Wahl. Wenn wir das deutsche Pferd retten hätten wollen, dann hätten wir heute keine Quarter Horses, keine Isländer, keine Spanier, keine Vollblut-Araber, keine Pasofinos, keine Criollos. Wir haben aus der ganzen Welt die Pferde. Das Argument zählt nicht mehr, dass wir Pferde retten wollen. Ganz im Gegenteil. Wir unterstützen die Pferdeindustrie weltweit. Wir sind ein reiches Land. Hier reiten unwahrscheinlich viele Menschen und können sich alles Mögliche leisten. Ich wollte noch zu einer kleinen Sache sagen. Woran orientieren sich denn die FreizeitreiterInnen? Und zwar an den großen Reitern. Wenn du alleine auf die Reiterhöfe guckst, natürlich sind die wenigsten Turnierreiter. Aber wenn du schaust, wie sich die, auf gut Deutsch, die Mädels ihre Pferde schmücken, die kriegen die Bandagen um, die kriegen Hufglocken um, die kriegen ein Mützchen auf, die kriegen die Trense drauf, die kriegen den Pullerriemen drauf, die kriegen den Sattel, den die Sportreiter haben, da steht am besten noch der Name der Olympiasiegerin drauf auf dem Sattel. Daran wird sich orientiert. Und das bandagierte Pferd, wenn du erstmal damit anfängst, dann bist du schon fern der Reitkunst, bist schon raus aus der Nummer. Ja, weil du dich gar nicht drum kümmerst, was bedeutet das eigentlich, was du deinem Pferd dort anziehst. Ja, wenn du ihm die Beinchen abschnürst, den kannst du nicht richtig spüren, nur langsam. Und dann heißt es immer, ja, der streift sich und der macht dies. Ja, der macht es aber nur, weil er nicht vernünftig geritten wird. Ein Pferd, was vernünftig geritten wird, braucht dieses ganze Zubehör nicht. So, dazu habe ich nämlich Karin Tillisch auch nochmal. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sind wir in den Industrienationen nicht mehr auf das Pferd als Arbeitstier, Transportmittel und Waffe im Krieg angewiesen. Seit grob den 50ern genießen wir den Luxus, den Partner Pferd nur noch zu unserem Pläsier zu haben. Wie erklärt ihr euch, dass dieser Umstand, der ja eigentlich paradiesisch für Pferd und Mensch sein könnte, zu diesen Auswüchsen in der Sportreiterei geführt hat? Und insbesondere auch das in den letzten 20 Jahren. Kämpfen die Reiter jetzt einfach mit allen Mitteln auf den Turnierplätzen dieser Welt, so wie ihre Vorfahren es auf den Schlachtfeldern getan haben? Weil es nun mal im Wesen des Menschen entspricht, in irgendeiner Weise um sein Dasein zu kämpfen, verführt das ein Pferd den Menschen dazu, zu kämpfen, weil er sich so stark fühlt. Also hat das einen Machtaspekt, den man, also bereitet es Lustgewinn, das in Konkurrenz und im Kampf auszuleben? Da gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und lass mal Philipp erst. Schöne Frage. Ich würde so ganz provokant, ich fand diese Frage auch ganz toll, ich würde so ganz provokant da reinwerfen, so unter uns Historikern wird seit vielen Jahren diskutiert, ob der Menschheit der Wille nach Wettbewerb in die Wiege gelegt ist. Und da wird immer wieder argumentiert, es gibt Gesellschaften auf der Welt, gerade so in Anführungszeichen ursprüngliche oder primitive Gesellschaften, Jäger und Sammler, wo es das nicht gibt.
wo halt die Gesellschaft auf Kooperation aufgebaut ist oder wo sogar Menschen, die erfolgreich sind, von der Gesellschaft runtergehalten werden, dass denen nicht der Kopf platzt, so schräg ausgedrückt. Also das, die Entscheidung ist noch nicht gefallen in der Diskussion, ob das dem Menschen in die Wiege gelegt ist. Aber ich würde sagen, heutzutage ist es wirklich so, dass Kämpfen, sich selbst optimieren, immer als Gewinner oben rauskommen, sehr, sehr hoch angesehen ist. Das heißt allerdings nicht, dass es so bleiben muss. Ich habe eben gesagt, wir haben die Wahl mittlerweile, durch mehr Informationen, mehr Alternativen uns zu bilden, zu informieren. Also ich sehe da ziemlich viel Offenheit nach oben. Chris, hast du noch was? Ja, ich würde da auf absolut mitgehen. Und ich glaube einfach, das Pferd wird teilweise tatsächlich vergessen. Es ist Mittel zum Zweck. Damit meine ich nicht, dass es missbraucht wird, ganz bewusst, sondern es findet einfach statt. Es ist dabei. Und egal, welche Sportart ich mir anschaue, ob ich zum Tischtennis gehe, ob ich zum Volleyball gehe, egal, wo Menschen sich miteinander messen, wird es Unfairness geben, um zu gewinnen. Wir haben gerade eine ganz große Diskussion beim Schach, ne? Also ne, wo man jetzt noch nicht mal physisch sich bekämpft, ne? Sondern eine sehr psychologische Geschichte, wo halt eben auch nach Mitteln und Wegen gesucht wird, irgendwie vielleicht halt zu gewinnen. Und ich glaube, dass, also ich persönlich glaube, dass das, Philipp hat ja gerade gesagt, dass es durchaus Nationen gibt, wo das nicht so ist, aber wir so diese westlich orientierten Nationen, Industrienationen, ich glaube, bei uns findet das an so vielen Stellen statt, dieses Konkurrenzdenken, dieses Messen, es geht in der Schule los, es sind Schulnoten, ne? Und es wird gesagt, der eine ist besser als der andere. Es wird nicht auf Talente geguckt und es wird nicht individuell gehandhabt, sondern alles wird verglichen, alles wird versucht, irgendwie miteinander übereinzubringen. Es gibt Enttäuschungen, es gibt Belohnungen, es gibt Bestrafungen und das gehört alles von Kindheit an, von ganz klein an gehört das dazu. Und das wird ganz viele Leute halt eben zu Auswüchsen bringen. Mhm. Da ging es eben nochmal um Behaupten und so weiter. Ich sehe es sehr, sehr häufig auch in den Ställen, dass sich Personen von 1,65 Meter Größe Pferde von 1,80 Meter Größe kaufen, wo sie schon nicht mal raufklettern können. Stiege ist ja heute okay. War ja früher auch okay, aber früher stieg man dann auf 1,55 Meter Pferd mit einer Stiege auf. Heute steigst du auf 1,82 Meter mit einer Stiege auf. Und dann frage ich mich immer, warum kaufst du dir so ein riesen Pferd? Wem willst du was beweisen? Und man sieht, dass die Personen auch eigentlich schon überfordert sind, zumal das auch vom psychologischen Aspekt her häufig so ist. Wenn du dir so ein großes Pferd kaufst und du bist so eine kleine Person, dann geht das Pferd mit dir anders um, als wenn du jetzt, wenn es eine, von einer größeren Person geführt werden würde, alleine beim Führen. Der psychologische Aspekt vom Pferd zum Menschen ist ein anderer. Und ich frage mich immer, warum tut ihr das? Und dann sitzen diese Personen auf dem Pferd mit einem Gesicht, die schauen wie ein Brunnenvergifter. Das hat mit Reiten und mit Freude nichts zu tun. Die Adern quellen an der Seite raus, die Adern an den Armen sind unfassbar dick aufgequollen. Und du sagst, was tust du? Warum tust du das? Geh doch Gewicht heben. Jawohl. Mir ist auch aufgefallen, dass insbesondere kleinere Communities, also so Splittergruppen von der Splittergruppe, gerade wenn die so sehr die Community so eingeschworen ist, dass die dann auch keine Kritikfähigkeit mehr haben. Also dass man denen nicht sagen kann, du, das kannst du in der Öffentlichkeit nicht bringen. Die kommen dann, ja, das war früher so und das war bestimmt toll, aber das muss sich schon auch alles immer noch im Hier und Heute begründen lassen. Also nur ein, die werden sich schon was dabei gedacht haben, reicht nicht. Ich finde, das muss in unserer heutigen Zeit auch noch, ja, zeitgemäß. Ich würde noch ganz kurz nochmal da was reingrätschen zum Thema Kunst, weil wir ja auch über Reitkunst sprechen und haben des Öfteren ja auch schon gesagt, dass Reitkunst einfach nicht messbar ist. Sie ist nicht vergleichbar in dem Sinne. Man kann vielleicht sagen, gefällt sie mir jetzt persönlich als Individuum, was ich sehe,
Aber letztendlich ist das etwas sehr Persönliches dann für dieses Individuum. Und wenn wir allerdings in Kunst schauen, würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, hier gibt es einen besseren Maler als den anderen. Ne? Weil dort würde man immer sagen, okay, mir gefällt das nicht. Ne? Dass der erfolgreich ist im Sinne von monetär, meistens passiert das erst, wenn die Leute schon tot sind, oder zumindest in der Vergangenheit war das so, aber niemand würde sagen, jetzt ein Matisse ist ein besserer Maler im Sinne einer Kunst als ein Picasso. Genau. Und es ist halt dort etwas, man würde das nicht miteinander nicht so vergleichen. Man kann vielleicht Vergleiche ziehen im Sinne von historisch und wer hat vielleicht mehr Erfolg gehabt und wer hat wie gelebt, aber es ist halt nicht so eng auf eng, dass man jetzt Maßstäbe festlegen würde und dann sagen würde, okay, der kriegt eine 5 und der kriegt eine 7. Ja, bei der Musik gibt es schon Wettbewerbe. Es gibt Sängerwettstreite und Musikwettbewerbe von Fanfaren, Zügen und so weiter. Doch, ja. Aber gut, wer seine Posaune quälen will, kann sie quälen. Die wird sich nicht beschweren. Genau. Wenn sie kaputt geht, dann brauchst du einfach nur jemanden, der... Das ist halt der Vor- und der Nachteil. Ne? Das Pferd hat sich das, wie ihr das vorhin schon gesagt habt, das hat sich das halt eben nicht ausgesucht. Ja, ja. Philipp, wolltest du noch was sagen? Höchstens den kleinen Punkt hatte ich mir noch notiert zu dieser Frage, dass es ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ich bin als junger Dachs auch Turniere gegangen und heute brauche ich es nicht mehr. Es kommt irgendwann auch der Punkt, wo du erkennst, dass du auch ohne Wettbewerb glücklich sein kannst. Ganz banal ausgedrückt. Ganz passend dazu habe ich Laura Sophie von Gersdorf, eine ganz treue Frag die Krischkes Hörerin und Seherin. Ich fahre ab und zu auf Turniere, sagt sie, um dem Pferd Abwechslung zu bieten und für mich selbst ein Ziel zu haben, worauf ich hinarbeite, wobei ich mir sehr genau überlege, vor welchen Richtern ich uns zeige. Ich denke, wenn man seinem Freund Pferd genau macht, wie es ihm geht, und das sieht man ja am Auge, Verhalten, Temperament, ist es okay, mal zu einem Turnier zu fahren? Von mir ein Nein. Mir auch ein Nein. Es ist keine Abwechslung für dein Pferd. Lad es auf und fahr irgendwo in eine Lüneburger Heide und reite durchs Grün. Oder fahr in Extremtrail und klettere mit deinem Pferd. Das ist Abwechslung. Aber ein Turnier ist Stress, weil du bist anders als sonst. Und man weiß nicht, ob man die innere Größe hat, im Turnier auch mal eine Prüfung abzubrechen, wenn man merkt, dass es seinem Pferd dabei nicht gut geht. Also ich würde mir das nicht zutrauen. Nein, dazu kommt halt eben, ich glaube, ich weiß nicht, wie es der Laura Sophie geht, aber mir würde es so gehen, egal wie ich dorthin fahre und sage, mir ist es Wumpe, ob ich gewinne oder nicht. Wenn ich dann meine Note hören würde und ich hätte ein sehr gutes Gefühl gehabt und es wäre toll gewesen und ich würde dann hören, ja, wie zum Beispiel halt die Benotung, es würde die Anlehnung fehlen oder so etwas. Was hat es mir dann gebracht, diese Benotung zu bekommen? Gut, Sarah Aganuri. Liegt es nicht schon am Namen? Dressur, Sport, Springsport. Sport ist doch für alle da, somit auch Reitsport. Das muss für den Sportler möglichst effektiv sein und das Sportgerät, Pferd, muss funktionieren. Hilfsmittel und Durchführung sollen möglichst für den Sportler hilfreich sein. Das Sportprogramm von einer Stunde ist durchzuziehen. Und Sport, sich mit einem anderen zu messen, beinhaltet schon den Wettkampf, der in den Medien verbreitet wird und als Vorbild für andere Menschen dient. Hast du eine Frage gestellt? Liegt es nicht schon am Namen, dass man es vielleicht gar nicht Reitsport nennen sollte? Das ist gut beantwortet, gut gefragt und gut beantwortet. Ich bin's. Richtig. Ja. Ich möchte dazu noch was anderes sagen, weil das schwingt damit drin, weil da ist auch dieses Sportprogramm von einer Stunde durchzuziehen. Ich habe mit sehr vielen Leuten tatsächlich das Problem, wenn sie ein Reha-Pferd haben, wenn ich es also behandle und wenn wir entweder schon vorher wissen beziehungsweise gemeinsam feststellen, das Pferd ist in keiner guten Konstitution geritten zu werden. Und es soll jetzt zum Beispiel erst einmal 6 Wochen an der Hand gearbeitet werden und eigentlich eher in kurzen Einheiten, um ein besseres Gleichgewichtsgefühl, bessere Balance zu bekommen und so weiter.
dass dann ganz oft halt eben die Frage kommt, ja Moment, aber der muss doch arbeiten. Mhm. Ja, da schwingt so etwas auch von sportlicher Ertüchtigung mit und Kontrastprogramm natürlich auch zur Haltung. Dass man sagt, hey, wenn du 23 Stunden in der Box und Paddock stehst, dann musst du halt eine Stunde am Tag laufen. Niemand würde auf die Idee kommen und sagen, okay, nee, der muss 4 Stunden am Tag laufen oder eine halbe Stunde reicht. Es ist dann meistens so eine vorgegebene Zeit von so einer Stunde vielleicht, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber das ist dann, was dann knallhart durchgezogen werden. Die Pferde müssen schwitzen, beziehungsweise müssen auch ordentlich aus der Puste kommen. Da muss richtig was bewegt werden. Und das ist tatsächlich auch etwas, was uns so in diesen ganzen Bewegungen mit anerzogen worden ist. So, diese Bilder, die da mitgegeben werden und das gesagt wird, hey, dass Reiten und Pferdebewegen nur dann gut ist, wenn da auch richtig Kraft aufgewandt wird. Ich habe dazu... Und dass die auch eine Zeit... Kurze Frage, / Theorie dazu. Kann es nicht sein, dass da viele Menschen, viele Pferdebesitzer ihre eigene menschliche Sichtweise, wie sie sich selbst als Menschen behandeln, auf die Pferde übertragen? Weil ich als Mensch, ich mache eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und dann gehe ich da für eine Stunde hin, weil ich für eine Stunde bezahle. Kann es sein, dass das einfach auf die Pferde übertragen wird, nur dass die Pferde nicht die Wahl haben? Ich als Mensch habe die Wahl, mich eine Stunde zu behandeln oder zu... Ja, das ist aber die Theorie, weil die Verfahrensweise mit dem eigenen Körper bei 90% der Leute, die ich kenne, ist eine ganz andere. Die haben vielleicht die Karte fürs Fitnessstudio, gehen aber nicht hin, aber ihr Pferd wird ordentlich bewegt. Es wäre umgekehrt manchmal besser zum Teil. Also ich habe das jetzt gerade wieder gehört, dass man Pferde zu Anfang, wenn man sie reitet, dass sie da noch nicht durchlässig sind. Man kann die da auch noch nicht aussitzen. Mhm. Muss man also eigentlich 10 bis eigentlich 20 Minuten warm reiten. Dann kann man die erst an den Zügel stellen, weil vorher sind die nicht durchlässig. Also im Sinne von nicht nachgiebig im Genick. Das ist auch ein absolutes in der stillen Post übertragenes Missverständnis. Die Pferde sind nach 20 Minuten nicht durchlässig, sondern haben die Wehrhaftigkeit aufgegeben. Das muss man einfach so sehen. Ja, diesen Leuten empfehle ich einfach mal einen Ausflug in den Boucherismus, wo man sagt, okay, wenn das Pferd nicht nachgiebig im Genick ist, dann wird es gar nicht erst bewegt. Ja. Die bewegen das Pferd gar nicht, das bleibt auf der Stelle stehen, da wo es hingehört. Solange es nicht nachgiebig im Kiefer und im Genick ist, reitet der Franzose gar nicht erst an. La légèreté du cheval passe avant la légèreté du cheval. Nee, la légèreté de la bouche, also die Leichtigkeit des Mauls, passe avant, vorher, la légèreté du cheval, des Pferdes. Ja, da ist das. Was wolltest du denn? Soll ich das nochmal zurückmachen? Naja, ist gerade ein kurzer Kommentar von Jutta Neuwert. Wie kommt es, dass sogar Menschen im Rollstuhl, die ja körperlich deutlich kleiner sind, mit so schwierigen Pferden sehr erfolgreich sein können? Pferde merken das, ob du behindert bist oder ob du klein bist als kleines Kind. Menschen, die nichts fordern oder ob du klein bist, wüchsig, sag ich mal, also nicht groß, 1,60 Meter, 70 Meter. Aber dein Pferd richtig anforderst. Und das ist ein Riesenunterschied. Klein? Im Sinne von großen Menschen bist du klein. Naja, es geht doch im Verhältnis vom Pferd, was ich sagte, 1,60 zu 1,82 Größe, Stockmaß, wo du so nicht mehr draufkommst. Genau. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Mensch, der behindert ist, der im Rollstuhl sitzt, das Pferd zieht dich vollkommen anders. Das Pferd geht zärtlich und freundlich mit dir um. Mhm. Eine ganz andere Geschichte, als wenn jemand rangeht und sagt, so Kollege, 20 Minuten warm reiten und dann geht es erstmal eine Dreiviertelstunde leicht traben und dann gucken wir mal, wo der Frosch die Locken hat. Haben wir eine Uhrzeit? 10 Minuten haben wir noch? Ja. Dann ja. Ist die Haltung um. Elli Rosnarisch, was glaubt ihr, kann der Grund für die übliche Blindheit der sportlichen Reiter dem Pferd gegenüber sein? Eingeschränkter Wissenszugang, vernebelte Herzen, fehlende Achtsamkeit und in der Masse schwimmen wollen. Sehr oft Bilder von freudestrahlenden, gewinnehaltenden Reitern, aber verzerrte, über die Maßen angespannte, manchmal verzerrte Pferdegesichter. Also die Menschen lächeln und freuen sich und die Pferdegesichter sind verzerrt. Das ist tatsächlich, das sind unsere modernen Sehgewohnheiten. Wir sehen das nicht mehr, weil du nirgendwo glückliche Pferde zu sehen bekommst.
wo kannst du denn mal hingehen, außer Hofreitschule Bückeburg, wo du wirklich mal Pferde siehst, die lächeln? Naja, als die zufrieden sind mit dem, als was Zuschauer zu irgendwelchen Vorführungen. Ja, es ist schon schwierig. Ja, der macht auch mal so grantig. Das hat mir jetzt aber nicht gefallen, dass ich da durch die Ecke musste. Ich wollte abkürzen. Und danach sagt er, aber du hast mich gelobt, dass ich es gemacht habe. Also man Pferde mit Mimik, denen man ansieht, dass sie die Aufgabe verstehen und in einen Dialog mit Menschen gehen. Wo siehst du das denn bitte schön noch? Schau mal die Internetpräsenz vom, ich nenne mal ein Beispiel, Landgestüt Celle. Guck dir mal die Bilder an, die wissentlich, willentlich ins Internet stellen als Werbung. Die Pferdegesichter. Der Chris ist grauen. Ja, auch die großen Reitsportzeitschriften, zum Teil ist die Bildauswahl auch nicht die beste, ne? Was die zum Teil auf den Covern haben oder so, wo es halt eben dann durchaus eher um die Reiterinnen geht, die dargestellt werden, vielleicht auch das Pferd selbst, aber halt nicht, wie es aussieht, ne? Dann wird ja oft von Momentaufnahmen geredet. Jetzt kommt natürlich auch dazu, wenn wir Bilder aus großen Stadien haben, das ist natürlich eine Stresssituation für Pferd und Reiter. Alleine die Stressausschüttung des Reiters aufs Pferd, die Anspannung in seiner Prüfung, lässt das Pferd natürlich auch ganz anders sein, als es jetzt vorher auf dem Abreiteplatz war oder in einer anderen Situation. Ne? Und die innere Einstellung dazu, ihr könnt es wahrscheinlich noch viel besser beurteilen, ob ihr jetzt halt eine Vorführung reitet, wo es in Anführungsstrichen kein Ablaufprogramm gibt und ich kann so reiten, wie ich gerade möchte. Oder du hast ein Showprogramm, wo jetzt vielleicht auch gerade etwas auf den Punkt sitzen soll. Es ist ein ganz anderes Adrenalin oder du möchtest etwas jemandem zeigen, ne? Und sagen, okay, wir zeigen dir jetzt mal, wie das und das aussieht. Und dann klappt das vielleicht gerade nicht, weil halt in mir gerade auch ein ganz anderer Adrenalinschub ist, der sich aufs Pferd überträgt. Und das ist natürlich dann auch der Situation geschuldet, wie denn solche Pferde dann halt eben auch aussehen. Ja, Leo Kare. Seit wann wird eigentlich nicht nur beim modernen Sportpferd, auch zum Beispiel bei den Islandpferden, das unsägliche Vorwärts-Abwärts so gerne propagiert? Auf welcher Lehrmeinung beruht das? Das passt jetzt eigentlich nicht mehr ganz genau rein, darum habe ich es zum Schluss unserer Fragereihe genommen, aber jetzt denke ich, passt das noch kurz rein. Warum unsägliches Vorwärts-Abwärts? Also dieses Vorwärts-Abwärts, das wir heute an vielen Orten sehen, ist zu tief. Das hat nichts mit dem zu tun, wie es ursprünglich gemeint war. Denn so steht es auch noch in den Richtlinien, Maul nicht tiefer als Buggelenkshöhe. Und wie sagt man so schön, viel hilft nicht viel oder nach fest kommt ab. Tief ist gut, noch tiefer ist dann halt nicht mehr gut. Ja, es kommt auch auf die Länge, die Dauer an, wie lange mache ich das, wenn ein Pferd jetzt mal abtaucht, weil es sagt, ich brauche das jetzt gerade mal, ist das kein Problem. Ja, wenn ich mein Pferd anhalte und es sagt, ich muss mich jetzt hier irgendwie mal in diese Position begeben, warum auch immer, dann ist das so. Das ist kein Problem. Es muss halt den Kopf auch wieder hochnehmen können. Wolfgang erklärt das ja immer auch so toll in den Seminaren. Ich muss das Pferd überall hin einstellen können. Es muss den Kopf höher nehmen können. Es muss den Kopf auch ganz tief nehmen können. Und ich muss das dem Pferd begreiflich machen, warum es das jetzt vielleicht gerade nicht tun soll. Und dass es dazu auch bereit ist, das zu tun. Und darüber, wir reden ja auch von Dehnungsbereitschaft und all von diesen Dingen, dass ich halt jederzeit auch mal sagen kann, ich gebe den Zügel noch weiter nach vorne, mache den Hals mal länger, aber ne, zäum dich auch wieder bei, komm wieder näher mit dem Kopf an mich heran, weil ich sage, mach dies oder jenes. Und vorwärts, abwärts ist leider eine Begrifflichkeit geworden, die als Synonym für, wie du es schon gesagt hast, viel zu tiefe bei langer Dauer eigentlich geworden ist. Dass ich über Runden hinweg im Leichttrab mein Pferd mit der Nase in den Staub reite und die Leute wissen überhaupt nicht, was da teilweise halt in den Pferden passiert. Und es ist dann nochmal ein Unterschied, ob ich ein 1,80 Warmblut, was athletische Fähigkeiten schon von Haus aus mitbringt, so reite
Oder den kleinen, um den geht es ja hier dann teilweise auch, den kleinen Isländer, der vielleicht sogar schon ein bisschen zu lange geritten worden ist in dieser Art und Weise und dem das absolut gar nicht gut tut. Der, ja, und der dann rebelliert und der dann möglicherweise mit Hilfszügeln dazu gezwungen wird, Kopf-Hals-Haltung zu tief zu nehmen. Ja, aber wie ist es entstanden? Es ist eine Modeerscheinung und dann haben irgendwelche klugen Menschen gesagt, um den Rücken aufzuwölben, musst du den Hals tief nehmen. Da hat man sich über die Biomechanik wahrscheinlich noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Das war mal so ein Irrglaube, der vor 30 Jahren, 40 Jahren so verbreitet wurde. Und man hat gesagt, dann kann das Pferd den Rücken aufwölben. Das weiß man heute definitiv besser und es ist auch erklärbar. Es ist, da haben wir den besten Mann am Tisch, unseren Chris, der das genau erklären kann. Das geht jetzt so weit, wieso und warum. Aber es plappert einer vom anderen nach und das wird übertrieben. Und das ist das Problem. Und ich würde da ganz kurz reingrätschen, weil du gesagt hast, wo kommt es her? Also zum Teil kommt es von einem Mann, der heißt Jean-Marie Denoir. Der hat viel geforscht, ist auch Physiotherapeut beziehungsweise halt auch in der Physiotherapie unterwegs, hat auch ein Buch geschrieben, Physiotherapie für Pferde. Der erklärt das ganz gut. Das Ganze ist leider ein bisschen wie der Steinbrecht falsch ausgelegt worden. Der sagt, dass das tiefe Einstellen der Kopf-Hals-Achse dazu gut geeignet ist, den vorderen Bereich des Widerriss auseinander zu fächern. Ne, so mal ganz einfach dargestellt. Das ist auch das, was bei den Leuten hängen geblieben ist. Das hat allerdings einen Nachteil. Das sagt er quasi im nächsten Satz. So wie Steinbrecht sagt, halt, Moment, ich meine nicht schnell. So ist es bei ihm. Er sagt, für einen kurzen Zeitraum dient es dazu, halt das, was wir so als Widerrissheber, Serratusmuskel etc. Bezeichnen, diese Strukturen quasi einmal entsprechend in eine Konstitution zu bringen. Wenn ich danach wieder ein Aufwärtsvorder, dann trainiere ich durch dieses Tief und wieder hoch genau diese Widerrissheber. Ich muss mir des Nachteils der tiefen Kopf-Hals-Achse eben, dass es zwischen den Schultern abwärts geht mit dem gesamten Torso und damit auch der Kopf-Hals-Achse, dem Übergang, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, dem muss ich mir halt eben bewusst sein. Und er zeigt auch noch ein Bild dazu in seinem Buch. Er sagt, ein kurzes, tiefes Einstellen ist kein Problem. Das Bild ist pure Rollkur. Ah, Rollkur sogar, also hinter der Senkrechten. Holla die Waldfee. Also uns begegnet das im Unterricht, in der Praxis, wenn Leute zu uns kommen oder wir zu Leuten gehen, häufig, dass die Pferde zu hoch eingestellt sind, dass die sich am Übergang Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule festmachen, die Pferde, beinahe wie so ein Schwanenhals. Und dass, wenn du dann sagst, so mach mal Schulter rein, dann findet das alles nur da oben statt und du erreichst die Rumpfheber nicht. Dann entwickeln die Pferde Unterhals, weil sie versuchen, sich mit dem Unterhals zu helfen, das Vorderteil hochzuheben. Diese Pferde müssen ein bisschen tiefer, gar keine Frage, damit du die wieder vor den Schenkel kriegst und von hinten nach vorne aufrichten kannst. Ein bisschen. Und einen Moment. Es geht um Nachgiebigkeit im Genick. Es geht um die Bereitschaft, sich zu senken, damit du mit dem Schenkel wieder sagen kannst, so, und jetzt heb das mal aus den Bauchmuskeln heraus. Das steht in jedem dieser Bücher, in jedem Reitbuch steht genau das. Sie legen es aus, sie nehmen sich einzelne Elemente und sagen, das ist jetzt das Ei des Kolumbus und wir machen den Kopf zu tief, wir machen den Kopf zu hoch, ist mittlerweile auch schon wieder. Ich weiß nicht, warum man es noch komplizierter machen muss, als es schon ist, ohnehin. Wer darunter leidet, sind die Pferde. Da hopse ich nochmal ganz kurz rein. Im Übrigen sind ein Großteil unserer Reitschüler, die neu zu uns kommen, zu hoch eingestellt und nicht zu tief. Die kommen nicht aus dem Lager zu tief aufgerollt, sondern kommen aus dem Lager, so tief darf ich nicht. Nee, nie. Die haben ihre Pferde zu hoch eingestellt. Also es ist immer die Extreme. Wir kriegen es irgendwie nicht hin, den Mittelweg zu finden. Ja, so einen logischen Mittel. Also fühlt sich gut an Mittelweg. Pferd ist ja in der Kraft. Ich kann lenken. Ich komme, ich fühle mich wohl. Ich habe keine Opposition. Das suchen die Leute gar nicht mehr. Die suchen Systeme. Die wollen Systeme reiten und nicht Pferde. Oh, entschuldige. Ein letztes noch. Wir sprachen eben über Islandpferde. Svenja Mönning möchte gerne die Betrachtung Dreigänger und Islandpferde trennen. Nach ihrem Gefühl gibt es da einen Unterschied im Vorwärts-Abwärts. Kommt der Unterschied durch eine andere Winkelung der Hinterhand wegen der Gangfähigkeit?
auch vielleicht wichtig, die Definition von vorwärts-abwärts. Genau. Ein tiefes Vorwärts, zu tiefes Vorwärts-Abwärts ist weder fürs Warmblutpferd, noch fürs Friesenpferd, noch für den Isländer, noch für einen Esel, noch für einen Quarter Horse günstig. Denn das zu tiefe Vorwärts-Abwärts, ebenso wie das zu hoch eingestellt, ich habe eben den Schwanenhals genannt, dearmiert, handicapped, verhindert die Ansprechbarkeit von Rumpfhebern. An die kommst du nur dran, wenn das Pferd sich auf eine bestimmte, in einem bestimmten Spektrum seiner Halshöhe einstellt. Und das ist ganz individuell von Pferd zu Pferd. Das ist das Problem. Ich kann nicht sagen, genau in dem und dem Winkel messbar, nimm ein elektronisches Gerät, das dir genau sagt, jetzt ist das Pferd so, dass es am Bein ist. Sowas gibt es leider nicht. Das muss man mit ein bisschen Gefühl und ein bisschen gesunden Menschenverstand angucken, dass der Friese nicht so tief geritten werden darf, wie es ein Quarter Horse von Natur aus schon ist. Das muss man, ne? Oh, wieder die goldene Mitte. Genau, Ursula. Du hast es auf den Punkt gebracht. Das war die letzte Frage für unseren Dreiteiler. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Darf ich noch eine Leseempfehlung abgeben? Ja. Typischerweise. Wir haben drüber gesprochen, über die Zeitenwende. Und es gibt ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Buch zum Thema Zeitenwende in der Geschichte zwischen Mensch und Pferd. Und das ist Ulrich Rauf, Das letzte Jahrhundert der Pferde. Habe ich gelesen. Irrsinnig schwierig zu lesen. Das basiert auf einer Idee, da gibt es einen deutschen Historiker, Eckhard Koselleck, der spricht vom Pferdezeitalter und vom Nachpferdezeitalter. Und er meinte eigentlich, das Zeitalter, als Menschen mit Pferden zusammengelebt haben, als Pferde den Menschen zu dem gemacht haben, was er wurde, und als das Pferd nicht mehr nötig war und das Pferd ganz andere Bedeutungen angenommen hat, inklusive Sportgerät. Und Ulrich Rauf, der hat versucht, es ist ein Jahrhundert, wo dieser Übergang stattfand, zu durchleuchten. Ja. Sehr schwer zu lesen, aber es lohnt sich. Wer viel Zeit hat oder lange dunkle Winterabende, der kann das mal versuchen. Ich schreibe es in die Kommentare. Ich krieg keine Prozente vom Verlag. Aber ist nicht ganz dünn. Voller Aha-Momente. Ja, es ist schon ein Brocken. Aber es ist für längere, mehrere Winterabende. Genau. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank an Dr. Philipp Würz, an Chris Debski, an meinen lieben Mann Wolfgang und an euch alle, die ihr uns wieder zugeschaut habt und noch zuschauen werdet. Wir geben dieses Format ja in unsere Online-Akademie und wir geben das auf YouTube und mittlerweile ist es als Podcast in allen gängigen Kanälen zu hören. Also wir entwickeln uns. Bin ich auch sehr stolz drauf. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, fragt die Krischkis. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.